heute fangen wir mal wieder Minecraft-Mobs in der Realität ein. Bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran, denn ihr werdet nicht glauben, wie einfach mal das letzte Mob aussieht. Okay, okay, Leute, wir starten auch sofort los mit den allerersten Mobs. Die sehen wir hier einfach schon. Und wir haben mehrere Türen. Je weiter es geht, umso krasser wird es. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, Freunde. Und ich würde sagen, wir starten auch sofort mit dem Minecraft-Axolotl. Ein Axolotl sieht ja schon ganz nice aus. Leute, falls ihr Haustiere habt, dann schreibt diese gerne jetzt mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon auf dem Weg seid, in die Kommentare auch mal schnell einen Daumen nach oben da lassen, damit auch weitere Leute diese coolen Minecraft-Videos sehen. Weil durch Liken sieht YouTube, okay, ihr wollt mehr davon und dann gibt's auch mehr. Okay, Leute. Ansonsten schauen wir mal nach. Ein Axolotl möchte einfach mal, okay, einen Pufferfisch und einen ganz normalen Fisch. Das heißt allerdings, wir benötigen erstmal eine Angel. Gut, ich würde sagen, Standard-Equipment wird erstmal hier gemacht. Wir werden sowieso wieder am besten eine Axt benötigen, genau, und eine Spitzhacke. Und ich würde sagen, dann machen wir das einfach mal ganz kurz. Okay, ein bisschen Holz haben wir jetzt also schon besorgt. Um an einen Pufferfisch nämlich zu kommen, benötigen wir eine Angel. Deswegen würde ich sagen, so eine Axt... Ne, wobei eine Spitzhacke machen wir. Wir haben ja hier unsere ganz kleine Höhle am Start. Und dann gehen wir hier einfach mal rein, würde ich sagen. Weil, ja, ich würde sagen, wir machen uns dann nämlich sofort Steinequipment. So können wir uns ein bisschen die Zeit sparen. Das ist, glaube ich, deutlich besser als jetzt nochmal von vorne Holz-Equipment zu machen. Schreibt auch mal gerne weitere Mob-Vorschläge in die Kommentare. Welche Mobs sollen wir noch in Real Life suchen in Minecraft? Ich finde dieses Format klasse. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und wenn ich sehe, ihr möchtet das weiterhin sehen, dann gibt es auf jeden Fall auch noch eine weitere Episode. Ansonsten würde ich sagen, wir starten mal sofort los und gehen jetzt in die, ja, ich würde schon sagen Mine. Weil in einer Mine können wir noch natürlich Spinnen finden. Und was brauchen wir für eine Angel? Ganz klar, wir brauchen Seide. Seide bekommen wir von Spinnen. Das heißt, wir müssen in eine Mine reingehen. Das hier sieht doch aus wie eine frische Minecraft-Höhle. Ein paar Fackeln können wir uns auch craften. Das ist doch schon mal ganz nice. Sieht jetzt allerdings nicht so aus, als wären hier irgendwelche Monster. Oh doch, da sehe ich schon ein Skelett. Oh Gott, ich nehme alles zurück. Komm, die Ecke. Oh Gott, komm. Oh, okay, wir bekommen ein paar Knochen. Brauchen wir eigentlich nicht, aber nehmen wir trotzdem mal mit. So. Und ich muss sagen, das Allergeilste an Minecraft ist doch, wenn man so anfängt mit einer neuen Welt, oder? Also ich komme jetzt gerade darauf, weil man jetzt hier auch so neu anfängt. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. So die ersten Sachen, die man so baut in Minecraft in einer neuen Welt, das sind doch immer die besten. So, jetzt haben wir hier sogar Pilze am Start. Lol, okay. Einfach mal Minecraft-Pilze. Und ist hier die... Was? Oh, ich höre aber einen Zombie. Ich dachte nämlich, die Höhle ist hier schon zu Ende. Aber ich höre nebenan einen Minecraft-Zombie. Deswegen, hier muss noch was sein. Hier ist noch nicht Schicht im Schacht. Eisen nehmen wir selbstverständlich auch mit. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche und meine Ohrlein jetzt keinen Streich spielen, müsste hier irgendwo rechts ein Minecraft-Zombie sein. Oder über uns. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich hier gerade zugeben. Es kommt eher aus dieser Richtung. Es kommt eher aus dieser Richtung. Ah, es ist von oben. Lol, okay. Ich mache einfach mal so eine kleine Treppe hier hin, würde ich sagen. Ich sehe sogar, wir haben hier noch Eisen. Okay, okay. Eisen selbstverständlich immer mitnehmen. Können wir auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. War natürlich nicht so schlau, einfach in eine Mine reinzugehen, ohne dass wir irgendwas an Essen haben. Ja, das wird sich hoffentlich nicht auf unser Ergebnis widerspiegeln. Okay, Zombie. Einmal bitte töten, zack. Aber warum sind denn hier keine Spinnen? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wir finden hier einfach mal alles, aber keine Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Eisen haben wir hier schon echt viel gefunden. Das muss man wirklich sagen. Und vielleicht würde es sogar Sinn machen, schon mal was zu schmelzen. Aber ich will ja eigentlich weiterlaufen und nicht, dass ich am Ende meinen Ofen verliere. Das kann doch nicht wahr sein. So viel Eisen, aber keine einzige Spinne. Leute, wo sind denn die Spinnen? Ohne Seide werden wir hier nicht weiterkommen. Ansonsten kann ich natürlich auch einfach auf die Nacht warten. Das müsste auch gehen. So, ich habe jetzt hier nochmal was zu essen mir geholt. Ich bin an der Oberfläche. Mittlerweile ist es nämlich auch schon Nacht geworden. Und ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr drin. Dann nehmen wir den Ofen einfach mal mit, würde ich sagen. Hier oben sollten jetzt auf jeden Fall einige Mobs sein. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt mal auf eine Spinne treffen. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir so lange benötigen, um Seide zu finden für unsere Angel. Die Tierchen muss ich jetzt hier aber einmal ganz kurz töten, weil ich natürlich auch noch ein bisschen was zu essen brauche. Okay, Freunde, wo sind jetzt hier die Spinnen? Die können auf jeden Fall nicht zu weit entfernt sein.
Oh, Hühnchen nehmen wir auch nochmal mit. Ey, Hühnchen! Kann doch nicht wahr sein. Wo sind denn hier diese Spinnen? Wurden die Spinnen einfach aus Minecraft entfernt oder was ist hier passiert? Weil normal ist das nicht. Wenn man keine Spinnen braucht, kommen sie alle. Da hinten. Nee, das war. Oh Gott. Ich dachte einfach mal, das hier ist eine Spinne oder Spinnenaugen. Also Schweine sind hier auf jeden Fall genug, aber das ist wie gesagt gar nicht, was wir brauchen. Skelett habe ich da hinten auch gesehen, aber keine Spinnen. Ah, Spinnen, let's go. Oh mein Gott, okay, komm. So, einmal du. Oh, ein, ja, Seide, komm nochmal, drop. Ja, endlich, Leute, endlich. Nach knapp 8 Minuten ist endlich hier Seide. Lol, was ist mit der los? So, also jetzt kommen die ganzen Spinnen aus dem Nichts. Ist klar. Wenn man sie nicht braucht, kommen sie alle. Egal. Leute, wir können uns jetzt eine Angel craften. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal das Angeln hier an dieser Stelle. Ich kann sogar noch einen zweiten Ofen aufstellen. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, Essen zu braten und gleichzeitig auch nochmal hier Eisen durchschmelzen zu lassen. So, hier ein bisschen was rein, hier ein bisschen was rein. Und eine Angel craften war ja noch angesagt. So, zack, das müsste doch so gehen. Nein, das war falsch herum. Boah, ich tue mich immer bei den Rezepten, das ist unfassbar. So, dann war das noch ein Stick dazu. So, hä? Bin ich jetzt lost? Mal, das war doch so das Rezept, oder nicht? Oder so, hä? Wie ging nochmal eine Angel? Oh mein Gott. Ich habe die doch letztes Mal gecraftet. Aber hier haben wir sie. Hä? Habe ich das nicht gerade gemacht? Leute, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin ein bisschen lost. Egal, da haben wir die Angel. So, einmal rein damit, aber noch ganz schnell was essen, genau. So, also schauen wir jetzt mal. Wir brauchen, wie gesagt, einmal 2 verschiedene Fische und dann können wir auch losziehen. Das sollte doch irgendwie machbar sein, Freunde. Okay, den ersten Fisch haben wir. Das ist der Fisch, den wir brauchen, aber wir brauchen noch den Pufferfisch. Und der Pufferfisch, der kann natürlich ein bisschen Zeit brauchen. Also ich hoffe einfach mal, wir haben jetzt Glück. Oh, nein, ich habe gerade weggeguckt. Genau, wenn ich weggucke. Mann! Ah, der Mond geht auch langsam weg. Wir sehen es auf jeden Fall. Und komm. Gönn. Und ja, Mann! Leute. Was ist das denn? Warte mal, ist das... Das ist doch ein Pufferfisch. Oh mein Gott, ich glaube, der Meeresgott hat mir einen Pufferfisch gegönnt. Ich will noch einmal selbst dran ziehen. Gönnt. Nein, egal. Wir nehmen dann einfach den, der uns vom Meeresgott gegeben wurde. Leute, ich war jetzt einfach 20 Minuten am Angeln. Ich krieg die Krise. Gut, lange hat's gedauert, aber wir sehen, jetzt haben wir hier einmal genau den ganz normalen Fisch und Pufferfisch einfach ganz normal hier hereinschmeißen. Hat ja auch echt lang genug gedauert, nachdem ich 18 Fische geangelt habe. So, dann rein damit und rein damit. Einmal hier drauf drücken, Leute, let's go. Dann schauen wir mal nach, Freunde. Und wir sehen, oh mein Gott, ein Axolotl sieht ja einfach mal super süß aus. Seine hier, wie unser Axolotl einfach mal sein München öffnet. Das sieht schon wirklich lustig aus. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, machen wir mal weiter. Denn wir haben hier einfach mal ein Zombie am Start. Und der sieht wirklich gruselig aus. Gucken wir mal nach, was wir für einen Zombie benötigen. Und zwar brauchen wir Rotten Flesh und normales Fleisch. Leute, endlich, wir haben auch mal Glück. Das sind sogar 2 Items, die wir bereits schon haben. Deswegen schmeißen wir doch einfach mal hier rein. Rotten Flesh und ganz normales Raw Pork Chop. Ich drücke auf den magischen Knopf drauf. Und wir schauen mal nach, wie das Ganze aussieht. Die Tür hat sich auch geöffnet. Oh mein Gott! Das ist einfach mal ein Zombie im echten Leben. WTF, wie sieht der denn aus? Also richtig gruselig. Sogar mehrere Zombies sind einfach mal hintereinander. Und ja, bei Mitternacht passt gerade hier auch zu unserer Stimmung in Minecraft. Aber so viel dazu, Freunde. Gehen wir mal weiter. Oh, ein Creeper und ein Hund. Ich würde sagen, wir widmen uns erstmal dem Creeper. Und ein Creeper benötigt einfach mal, genau was, Moment, ich habe hier noch die Fackel, so. Ein TNT und Gunpowder. Oh mein Gott, das wird nicht einfach, also zumindest TNT zu machen. Gunpowder haben wir gar nichts. Perfekt. das wird auf jeden Fall schwierig. Wir brauchen halt für TNT Gunpowder und wir brauchen ja so ein Gunpowder. Das heißt, ich suche mir jetzt am besten irgendeine Mine. Nein, ich habe mein Eisen im Ofen vergessen. Oh Gott, finde ich den nochmal? Okay, Leute, ich habe es wirklich geschafft, meinen Ofen einfach zu verlegen. Wie konnte ich so lost sein und meinen Ofen da vergessen? Da war glaube ich 14 Eisen drin oder so, ne? Oh mein Gott, wie lost war das denn, Mann? Egal, das heißt, wir müssen jetzt ohne
unser Eisen hier weitermachen. Geht halt nicht anders. Gleich haben wir zumindest Glück und finden Creeper hier an der Oberfläche. Sieht gerade aber nicht so aus, als würden hier irgendwelche Creeper herumspazieren. Wir brauchen echt gesagt viele Creeper für so ein TNT. Das ist schon nicht ohne. Okay, da vorne sehe ich doch einen Creeper. Komm, Creeper gönnen. Sogar zwei Creeper. So, komm. Aufpassen. Bloß nicht in die Luft gehen. Bloß nicht in die Luft gehen. Hat der Gunpowder gedroppt? Ich weiß gar nicht. Und? Nein. Perfekt. Leute, 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 so ein Creeper ist schon nicht ohne. Aber ich sehe jetzt hier auch gerade weit und breit gar keine. Ja, klar sehe ich doch welche. Ja, klar sehe ich doch welche. Oh Gott, nicht explodieren. Bitte nicht explodieren. Alles nur nicht explodieren. Oh. Ja, zwei Gunpowder. Wie viel brauche ich überhaupt? Ich glaube, 6 oder so, ne? Oder 7. Nee, 7, weil ich ja noch für ein TNT was brauche. Dann, nee, ja, doch, für ein TNT. Oh Gott, hä? Bewegt er sich gar nicht? Lol. Ist er eingeschlafen oder was mit dem los? Oh. Komm, nicht explodieren. Ja. Yeah. Immer noch 3 Gunpowder. Oh, ich werde hier auch gefühlt von einer halben Monsterherde gejagt. Und der hat Gunpowder gedroppt. Let's go. Ey, Kollege, lass mich einfach in Ruhe. Okay, lass mich einfach in Ruhe. Ich hatte schon echt zu kämpfen hier mit den Fischen. Dieser Pufferfisch wollte einfach nicht kommen. Jetzt nochmal auf die Schnelle in den Ofen, weil ich muss echt was braten. Anders sieht's schlecht aus für mich. Ach Mensch, Fridolin, lass das doch einfach mal. Okay, ich muss aber einmal ganz kurz in die Küche. Mein Reiskocher piept gerade. Okay, Reiskocher ist aus. So, 2 Creeper sehe ich noch da hinten. Die sind ja Gott sei Dank noch am Tag da. Oh Gott, aber nicht explodieren. Bitte gönn. Ja, war das was? Nee, da war, glaube ich, kein Gunpowder. Mann. Oh Gott, komm, 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 komm. Let's go, let's go, let's go. Und, Alter, Gunpowder ist ja so ätzend zu bekommen, ne? Aber ich muss noch mal ganz schnell hier mir mein Fleisch aus dem Ofen. Ach, ich hab da gar kein Brennmittel reingetan. Ich Dulli. Ich gebe eben ganz schnell nochmal hier ein bisschen Holz, weil meine Axt geht auch jeden Moment kaputt. So, ein bisschen Essen konnte ich jetzt hier herausholen. Insgesamt brauche ich halt 6 Gunpowder, ne? Darunter sieht's echt schlecht aus. Wobei, ja, 6, doch 6 müsste es sein. Ah, Mann, ey. Ein Creeper müsste nochmal so gönnen. Sollte aber bloß diesmal nicht meinen Ofen vergessen. Das reicht eigentlich erstmal aus an Essen. Wir haben auch so viele Fische, Leute. Das ist nicht normal. Egal, warten wir noch ganz kurz ab. Schauen wir mal hier in dieser Mine nach. Da war noch gerade eine Mine, habe ich gesehen. Und da ist, oh Gott, Zombies sind am Start auf jeden Fall. Die sind mir aber ehrlich gesagt voll egal. Oh, wir haben Eisen, sehe ich gerade. Lol, er hat ein Eisenschwert gedroppt. Lol. Okay, krass. Das ist ja sehr krass. So, und da sind sogar jede Menge Creeper. Let's go. So, komm. Ah, jetzt muss ich aufpassen wegen Wasser, ne? Oh Gott, aufpassen wegen Wasser. Nein, 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 nicht explodieren. Ich hab doch gesagt, nicht explodieren. Oh, wir haben jetzt Gunpowder rausbekommen. Let's go. Und das ist, glaube ich, genug, oder? Ja, wir haben 6 Leute. Geil. Richtig, richtig geil. Jetzt brauchen wir nur noch Sand. Das sollte aber kein Problem sein. Und dann sind wir ready. Endlich. Oh mein Gott, ey. Ich bin so glücklich, dass wir es endlich geschafft haben, ne? So, ganz schnell ein paar Sandblöcke abbauen. Kann man auch einfach so auf die Schnelle machen mit der Hand. Das ist hier gar kein Problem. So, das sollte genug Sand sein. Leute, endlich ist es so nice. Okay, hier sehen wir die Zombies, unser Axolotl und links haben wir den Creeper. So, wie gesagt, ach, ich muss ja noch TNT craften. Ganz genau, das stimmt. Also TNT craften, wir brauchen Gunpowder. Wie so ein X angeordnet. Zack, und außenrum das hier. Oh mein Gott, Leute, TNT craften ist schon echt aufwendig. Das andere war ja einmal so ein Gunpowder da rein. Und das war es auch eigentlich schon. Das heißt, hier einmal rein. So, einmal ab damit. Zack. Okay, Leute, ich gehe mal von der anderen Seite. Und, oh mein Gott, das ist ein Creeper in real life. Leute, der sieht einfach aus, als wäre der kurz vorm Explodieren vor Wut. Wir sehen, da kommt nämlich sogar so ein bisschen Rauch heraus aus seinem Mund. Alter, sieht so ein bisschen aus wie so ein Alien, muss man wirklich sagen. Aber gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Also sehr krass. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die andere Seite. Oh mein Gott, Leute. Da haben wir einen Wolf am Start. Und der möchte haben Knochen und Steak. Knochen haben wir, aber wir haben kein Steak. Aber gut, das sollte eigentlich relativ schnell zu holen sein. Weil, ja, das wäre ja einfach nur eine Kuh und dann Steak machen. Das geht eigentlich. Hat jetzt zwar nichts mit dem Video zu tun oder mit unserem Ziel, aber ich habe einfach mal ein Villager-Dorf gefunden. Vielleicht haben wir hier nochmal irgendwelche Sachen, die wir auch ganz gut benötigen können. Ich sehe schon, ein Schmied ist hier am Start. Lava! Lava ist am Start, okay. Eisen ist am Start. Okay, das ist unser Eisen, was wir vorhin verloren haben. Ein Brustpanzer gönnen wir uns auch noch.
Und jetzt würde ich sagen, ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Mhm. Na gut, waren jetzt nicht die krassesten Sachen, aber kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ein bisschen Brot muss man sich auch noch gönnen, Freunde. Und jetzt, wie gesagt, Kühe. Und, ah, da, okay, Kühe haben wir am Start, sehr gut. Ah gut, Kühe finden, das ist jetzt eigentlich auch nicht so die... Alter. Ey, die Kuh ist einfach schlauer als ich. So, let's go. Fleisch ist am Start, Steak ist am Start. Warte mal, ich hab mein... Wo hab ich das denn? Hä? Ach, das liegt noch da, lol, okay. Dann schmeiß ich mal die Eier weg, würde ich sagen. So, ein Ofen. Ja, haben wir am Start. Dann kommt das jetzt hier nämlich in den Ofen rein. Einfach das Steak hier reinhauen. Wo ist das Steak? Okay, Leute, ich habe das Steak vergessen. Ich hole das ganz kurz wieder. Also man muss auch sagen, sowas kann auch wirklich nur mir passieren. Mit so einem Steak, aber gut, ist jetzt egal, haben wir am Start. So, wie dem auch sei, das geht jetzt hier einmal ab in den Ofen und dann geht's auch zur Sache. So, gebratenes Steak raus da und jetzt geht das einmal, genau, Knochen war das, genau, Knochen, ich meine Hund, klar. Lieben Knochen ist ja ganz klar und Steak auch, also rein damit, so. Einmal den Knopf hier drücken, zack und jetzt bin ich gespannt und Leute, was ist das denn? Ein süßer Husky, wo das Gesicht so verzogen wird. Was passiert denn mit dem Husky hier? Lol. Richtig, richtig nice. Falls ihr Hunde habt, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie euer Hund heißt oder ob ihr, oder welchen Hund ihr habt. Aber so ein Husky ist doch ein echt süßer Hund, würde ich sagen, ne? Cool. Aber warum ist denn die Tür hier noch nicht geöffnet? Hä? Leute, ich glaube noch nicht alle von euch haben geliked. Liked jetzt mal ganz kurz das Video. Dann müsste es eigentlich klappen. Ah, jetzt haben alle geliked. Sehr, sehr gut, Leute. Ich wollte schon sagen. Okay, oh mein Gott. Wir haben hier einfach mal einen Gast am Start. Das ist sehr, sehr krass. Und jetzt, was brauchen wir dafür? Eine Gasträne und Quarz. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen also noch in den Nether. Ach, du Heilige. Okay, okay, okay. Das kann lustig werden. Ja, wie kommen wir in den Nether mit so schlechtem Equipment? Wobei, einen Eimer können wir uns schon mal machen. Wir haben ja den aus dem Villager-Dorf, also ein bisschen Eisen. Und wir können auch unser 5 Eisen hier noch durchbraten. Oder durchschmelzen, besser gesagt. Also, Eimer ist am Start. Aber wie kriege ich das jetzt am besten hin? Ich habe sogar eine Idee. Aber warte mal, die geht nicht auf. Na, die geht nicht auf, glaube ich. Ich bin jetzt hier irgendwo am Ende der Map. Und ich habe hier einfach mal eine Lavaquelle gefunden. Das ist richtig, richtig nice, weil wir hier auch eine Wasserquelle haben, hier vorne. Und das bedeutet, wir können uns eigentlich, wenn ich gerade keinen Brainlag habe, unser Portal selbst machen. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Ich muss jetzt hier nur aufpassen, dass ich das nicht kaputt mache oder übergieße. So, das heißt, einmal Wasser herunter. So, wir machen es einfach mal. So, dann machen wir uns jetzt einfach mal das Portal. Müsste, wie gesagt, meiner Meinung nach funktionieren. Zack. So, wir müssen, wie gesagt, nur aufpassen, dass wir das nicht irgendwie übergießen. Das wäre echt schlecht, also dass wir das Portal jetzt kaputt machen. Oder die Lavaquelle übergießen, besser gesagt. Okay, das muss jetzt hier ein bisschen anders sein. Okay, 10.000 Mal verklicken später und ein Feuerzeug später. Sollte das jetzt auch alles soweit passen? Wir gucken mal nach, Leute. So sieht's aus. Hätte auch eigentlich easy sein können. Let's go, Leute. Gott sei Dank. Okay, ab in den Nether. Und ich hoffe einfach, wir kommen jetzt irgendwie schnell an diese doofe Gasträne und an Quarz. Wir schauen mal nach, Leute. Das kann doch nicht so schwierig sein. Wir haben natürlich keine Rüstung. Quarz sollte easy sein. Let's go. Quarz, guck mal. Nicht mal eine Sekunde hat es gedauert. Was ist jetzt hier mit dieser Gasträne? Wo haben wir einen Gas? Let's go. Okay, ich werde schon abgeschossen. Oh ja, yeah, komm. Das ist die perfekte Höhe. Perfekte Höhe, komm. Jetzt, Mann. Nein, 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 nein. Jetzt aber, komm. Ja, nein, nochmal daneben. Daneben, daneben, daneben. Ja, 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 ja. Ja. Oh Gott, das war der erste, das war der erste. Oh Gott, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Aber hat er eine Gasträne gedroppt, dann kann ich mich auch schon wieder aus dem Staub machen. Nein, das sieht nicht so aus. Ey, wo ist der hin? Der hat, glaube ich, keine Gasträne gedroppt, ne? Oh Mann, ey. Komm, ja, komm zu Papa, du auch noch. Genau, hallo, hallo. Ja, jetzt aber, jetzt. Was, was, was ist das denn? Ey, ey, nein, 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 das ist uncool. Das ist uncool, das ist uncool, das ist nicht cool, das ist nicht cool. Oh, oh, Okay, das ist jetzt nicht geplant gewesen. So, komm, 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 komm. Jetzt, jetzt. Komm, 101, 101. Jetzt. Ja, yeah! Wir
haben sie, Leute. Oh mein Gott, wo ist sie denn? Ah, da haben wir sie. Leute, let's go. Quarz. Ich hab doch Quarz abgebaut. Boah, hab ich das nicht mitgenommen? Oder bin ich heute einfach nur blind? Ich meine, Quarz ist jetzt hier kein Problem. Das bauen wir easy einfach. Ach, ich hab das gar nicht mitgenommen. Lol. Okay, jetzt haben wir aber Quarz. Perfekt, Leute. Ab nach Hause zum Never. Zur normalen Welt. Und Gast anschauen nach knapp einer Stunde. Oh mein Gott. Ich habe jetzt so eine Stunde, über eine Stunde aufgenommen. Oh mein Gott, Leute. Richtig krank. Der Moment der Wahrheit ist gekommen, Freunde. Let's go. Also einmal eine Gasträne. Hä, warte mal, da ist sogar kein Hopper. Ah, doch, da ist der Hopper, ja. Einmal Gasträne, einmal Nether Quarz. Dann den Knopf mache ich noch selbst dahin. So, zack. Und jetzt bin ich so gespannt, Leute. Wie wird der Gast aussehen? Oh mein Gott, und lol, was? Das sieht ja mal richtig realistisch aus. Und auch voll gruselig mit diesen Einkaufswagen hier unten. Dieser Gast, der einfach mal da schwebt und dieser Nebel im Hintergrund. Sieht schon sehr, sehr krass aus, Freunde. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da für mehr solche coolen Videos. Bis dann, ciao.